Hi ihr Lieben, wir sind für euch wieder on Tour. Wir sind heute in Frankfurt und wollen für euch das Gourmet City mal testen. Ja, das ist im, kann man es da sehen, im Sinnestar in der Mainzer Landstraße in Frankfurt. Ja, sind wir mal gespannt. Lassen wir uns mal überraschen und gehen jetzt rein. Ich glaube, da muss man die Treppe da hoch. Wir schauen weil mal. Weil das ist da oben. Hier, wer wieder die Preise wissen will, auf Pause drücken. Guckt, meistens gerade aufgefallen. Jungendliche und Erwachsene. Guckt mal, hier gibt es tatsächlich sogar Red Bull. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja echt der absolute Wahnsinn. Hier auch nochmal Getränke.
Café. Was ist das hier? Säfte. Eis. Kuchen und Nachtisch. Das ist die Getränketheke. Pfiffi ist in ihrem Element. Der Grill, das Running Sushi und da hinten sind noch mehr Sitzplätze. Also das sieht echt krass aus. Und Püffchen sieht toll aus, oder? Sehr schön angerichtet. Nur ich, blöde Nudeln, nehme mir einen kleinen Teller. Jetzt muss ich Sushi, aber ich habe die großen nicht gesehen. Zwei Teller. Ja, jetzt muss ich zwei Teller. Sehen wir hier in der Toilette. Was ist das denn hier für ein spannendes Gerät? Okay, wisst ihr Bescheid. Aber groß. Und eigentlich sauber. Sieht auf jeden Fall schön aus. So, also das ist mein erster Gang. Leute, wie immer guck eigentlich. Mal bei dem Running Sushi, wie mit Liebe gemacht, wie süß. Mit Kaviar oben drauf. Richtig süß. Und dein Leckerschmecker-Teller. Ja, ich hab einen kleinen, guck mal. Ja. Mein Lieblings-Sushi. Und da steht noch mehr Sushi. Oh ja, Achtung, ich zeig das auch mal. Richtig süß. Hast du das Running Sushi verkauft? Ja, sieht sehr schön aus alles. Ja. Jetzt läuft's. So, wir geben uns jetzt mal Teller ab zum Braten. Ja. Mal sehen, wie das aussieht. Das ist schon cool gemacht hier, die Decke und dieses Riesenbild. Und da hinten, guckt euch mal diesen Fernseher an. Die gebratenen Teller sind auch angekommen. So sieht meine aus, das ging ratzefatze. Aber hier ist auch sehr leer jetzt, ne? Sieht sehr gut sehr aus. Sehr schön an. Ja, also das muss man sagen. Sieht sehr appetitlich aus. Ja, nicht so wie bei anderen, so da Druck geballert. Schmeckt's dir denn? Ja. Aber ich habe keinen Schokobrunnen gefunden, Leute. Ja, Schokobrunnen fehlt. Das ist sehr dramatisch. Katastrophe fürs Püffchen. Ja. Jetzt seht ihr diesen riesen Fernseher an der Bühne. Guckt euch das bitte mal an. Das ist echt krass. Hier sind auch noch Früchte. Und eine Candy Bar. Und Slush. Aber die Winkelkatzen da, die 100 Stück, finde ich ein bisschen übertrieben. Das hier ist übrigens der Ein- und Ausgang, wo man quasi sagt, wie viele Personen und was man essen will. Wir sind wieder zu Hause angekommen. Jetzt muss erstmal das Essen verdaut werden. Oh ja. Also, ich fange mal mit meiner Bewertung an. Also ich habe an dem Essen, an der Sauberkeit, am Ambiente nichts auszusetzen. An der Auswahl der Hauptspeise auch überhaupt nicht. Also eigentlich habe ich nur den Punkt, es gab viel zu wenig Nachtischauswahl. Keine Schokobrunnen. Oh nein. Das Eis war auch so, lala, das war so hart, das hat man kaum da rausgekriegt. Nichts mit Schokolade, nur so ein paar aufgetaute Kuchenstückchen. Und
die Freundlichkeit der Bedienung, die hat auch sehr zu wünschen nachgelassen. Ja, die eine war irgendwie nicht so gut drauf. Ja, auch wie die mit der alten Frau am Nachbartisch umgegangen ist, fand ich sehr, sehr unverschämt. Aber ansonsten ist es schon zu empfehlen, wenn man darüber hinwegsehen kann. Wenn man jetzt nicht so der Nachtischfreak ist, ist es, glaube ich, genau das Richtige für einen, weil Ja. dafür gibt es auch mal ganz andere Sachen der warmen Speisen. Der Grillteller war auch sehr schön angerichtet, ne? Das war Ja. echt wirklich, weil manchmal ist das ja alles nicht so Und auch schön. mal was anderes. Habt ihr am Anfang diese Fischköpfe gesehen, die in dem Essen gesteckt haben? Das war schon ein bisschen pervers. Ich Ja. fand halt auch drin mit diesem riesigen Fernseher da hinten und dann dieses riesige Bild. Also es war schon so ein bisschen was Besonderes da drin. Was ich mich noch gefragt habe, das habe ich das erste Mal dort gelesen, Feuertopf. Das Ja. war dann auch noch ein bisschen teurer. Wissen wir allerdings auch nicht, was das Genau, habt ist. ihr ja auf der Speisekarte gesehen. Vielleicht weiß ja der ein oder andere, was ist Feuertopf? Ja, der kann uns mal Was, aufklären. genau, was bekommt man da? Schreibt es mal unten rein. Und nach wie vor sammeln wir noch, wo wir noch hingehen sollen. Das heute war ja wirklich ein ganzes Stück weg. Ist ja normal nicht unsere Richtung. Naja, das war jetzt von uns eine gute Dreiviertelstunde zu fahren. Ja. Ging eigentlich. Aber ihr könnt uns ja mal ein paar Tipps geben. Wo sollen die Püffchens hin? Ja. Noch zu sagen wäre, die Ausschilderung Oh. von dem Restaurant, die gab es gar nicht. Wir haben es beinahe nicht Also gefunden. selbst mit Navi, das Navi hat mich ins Bauhaus geschickt. Ja, im Endeffekt musste man um das Bauhaus drumherum und selbst da war noch so ein kleines Imbiss unten drin. Das war ausgeschildert, aber der große Chinese überhaupt nicht. Man musste quasi erst zum Eingang des Kinos laufen, um überhaupt zu sehen, dass dieses Restaurant in dem Kinogebäude ist. Ja. Das war ein bisschen blöd gemacht. Aber Aber sonst auch ansonsten. sehr groß da innen drin. Ja. Happischer Preis, aber wo gibt's den nicht? Ja, genau. Wir verdauen jetzt erstmal. Genau. Hoffen, es hat euch gefallen. Tipps da unten rein und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bye. Bye.